erstes Sehnsuchtsziel ist Istanbul, die Stadt am Bosporus. Genau an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien gelegen. Hier treffen nicht nur zwei Kontinente, sondern auch verschiedene Kulturen aufeinander. Die Traditionen des Orients mit der Moderne des Westens. Der Halbmond des Islam aus den Wüsten der arabischen Halbinsel mit dem Kreuz der Christen aus Rom. Byzantion, Konstantinopel, Istanbul. Schon in ihren vielen Namen spiegelt sich die wechselhafte Geschichte. Gegründet vom dorischen Heerführer Byzas im 7. Jahrhundert vor Christus, war sie immer Spielball der Mächte. Ihr Reichtum war legendär. Mit 70 Metern überragt der mächtige Galata-Turm die Stadt. Über die Galata-Brücke geht der Blick nach Alt-Istanbul. Die Hagia Sophia, die heilige Weisheit, war schon das markanteste Bauwerk des alten Konstantinopel und das prächtigste Gotteshaus der oströmischen Kirche. Der römische Kaiser Konstantin der Große machte Byzanz im 4. Jahrhundert zu seiner Hauptstadt, Konstantinopel. Kurz darauf ließ er die Kuppelbasilika erbauen. Bürgerkriege und Brände zerstörten sie in den folgenden Jahrhunderten. Erst Kaiser Justinian weihte 537 die heutige Hagia Sophia ein. Ihre Kuppel war richtungweisend für die Architektur der darauffolgenden Jahrhunderte. Ein irdischer Spiegel des Himmels sollte das Gotteshaus sein. Zumindest im gewaltigen Innenraum weht die Aura einer höheren Sphäre. Für den ergriffenen christlichen wie muslimischen Besucher gleichermaßen. Das Mihrab ist eine nachträgliche Ergänzung aus der Zeit von 1453 bis 1934, als das heutige Museum unter osmanischer Herrschaft eine Moschee war. Die bunten Fenster darüber lassen das Prunkstück der Halbkuppel aufleuchten, ein Mosaik der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Ein zweiter Kuppelbau krönt die Silhouette der Halbinsel Eminönü. Die Sultan Ahmed Moschee ist eines der wenigen islamischen Gotteshäuser mit 6 Minaretten. Selbst dem Sultan wurde Demut abverlangt. Hoch zu Ross zwang ihn eine Eisenkette, sein Haupt zu senken. Zum Gebet wird er wohl abgestiegen sein. Eine Regel gilt für alle: Schuhe ausziehen. Das Gotteshaus darf nur in Socken oder barfuß betreten werden. Es öffnet sich ein mit rund 50 Metern Seitenlänge nahezu quadratischer Gebetsraum. Nicht-Muslime werden nur bis zu einer Absperrung im Vorderbereich der Moschee gelassen. Ein Blick zur über 40 Meter hohen Hauptkuppel erklärt ihren europäischen Namen: Blaue Moschee. Ausreichend mit kostbarem Nass versorgt, überstanden die Einwohner von Konstantinopel hinter starken Bollwerken selbst jahrelange Belagerungen. Die Theodosianische Mauer war der Verteidigungswall zur Landseite hin. Er hielt über 1000 Jahre stand. Auf einer Länge von knapp 7 Kilometern schützte er die Stadthalbinsel zwischen Marmarameer und dem Goldenen Horn. Heute sind seine Ruinenreste nur noch ein Relikt inmitten der Millionenstadt. Der Bosporus, Nadelöhr zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer, ist eine der wichtigsten und meistbefahrenen Seestraßen der Erde. Passagierfähren kreuzen den Kurs der mächtigen Frachtschiffe. Direkt am Ufer liegt der neue Sultanspalast. Der prunkvolle Dolmabahce wurde Mitte des 19. Jahrhunderts für den erlauchten Abdülmecid errichtet. Das Four Seasons, eine weitere fürstliche Unterkunft gleich daneben. Der kleine Palast wurde zum stilvollen Hotel umgebaut. Schon wenige Jahre nach der Eroberung Konstantinopels 1453 durch Mehmed II. Lässt dieser den Sultanspalast Topkapı erbauen. Unter den Kuppeln der weitläufigen Anlage lebten bis zu 5000 Menschen.
Mit einer Fläche von knapp 70 Hektar war der Palast wie eine eigene Stadt in der Stadt. Im zweiten von vier Vorgärten liegt der Eingang zum Sultanshareem. Der Saal des Sultans ist die größte Räumlichkeit des Harems. Zu Füßen seines Thrones ließ sich der Hausherr bevorzugt von Bauchtänzerinnen unterhalten. Auf die Dauer sicher auch das ein etwas einseitiges Programm. Die wichtigste Frau des Harems war unangefochten die Sultansmutter. Sie führte das Regiment über bis zu 2000 Mädchen, die aus allen nicht-muslimischen Teilen des Reiches versklavt worden waren. Die Favoritinnen des Sultans, die Kadinen, führten streng abgeschlossen im Serai ihren eigenen Hofstaat. Während ihrer knapp 500-jährigen Herrschaft häuften die osmanischen Sultane riesige Schätze an. Die meisten sind heute im Topkapı-Palast ausgestellt. Neben Geschenken von Besuchern am Hof und Stücken aus den eigenen Palastwerkstätten sind zahlreiche Beutestücke der erfolgreichen Feldzüge zu sehen.